Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim FIFA-WM-Modus. Heute mit den Spielen Brasilien gegen Schweiz und Schweden gegen Korea. Wir starten mit dem Spiel im Rostow am Don in der Rostow-Arena, die 2018 erbaut wurde und 45.000 Zuschauer fest. Dabei treffen heute der Top-Favorit Brasilien und die Schweiz aufeinander. Auf der linken Seite sehen wir hier die Brasilianer, auf der rechten Seite sehen wir die Schweizer und Anpfiff ist um 21 Uhr, das ist an dem Tag das letzte Spiel und dementsprechend ist es schon dunkel. Brasilien mit einem 4-3-3 mit Alisson Beck im Tor, in der Verteidigung mit Alves, Marquinhos, Silva und Marcelo, im Dreier Mittelfeld mit Paulinho, Casemiro und Giuliano und im Angriff mit Coutinho, Roberto Firmino und dem Kapitän Neymar. Auf der anderen Seite sehen wir die Schweizer, diese werden mit einem 4-2-3-1 spielen, mit Jan Sommer im Tor, davor Lichtsteine, Shea, Akanji und Rodriguez, im defensiven Mittelfeld mit Chaka und Zakaria, im offensiveren Bereich mit Shaqiri, Smiley und Zuber und im Sturm mit Haris Seferovic. Und dann gehen wir auch schon in die erste richtige Chance hier, 7. Minute, die Brasilianer mit Paulinho auf Roberto Firmino, der setzt sich da super durch, schießt dann mal, aber der Schuss ist noch nicht so gefährlich, Jan Sommer kann ihn leicht parieren, aber immerhin schon mal die erste Chance, dann die 11. Minute, kurze Zeit später, Roberto Firmino kriegt er wieder super den Ball, setzt sich super durch, schießt dann aber knapp am Tor vorbei. Somit bleibt es hier beim 0-0 sehr ärgerlich, aber Roberto Firmino zeigt schon mal sehr viel Einsatz hier. Dann gehen wir die 18. Minute, erste Chance für die Schweiz jetzt mal. Haris Seferovic über außen auf Cemaili, aber dessen Schuss geht weit über das Tor. Und in der 21. Minute die nächste Chance für die Schweizer. Seferovic auf Shaqiri. Der setzt sich super durch. Nochmal ein schöner Haken. Spielt wieder auf Seferovic, aber super pariert von Alisson Becker, der da verhindert, dass der Schuss unten in die Ecke reingeht. Sehr starke Parade dort. Und dann gehen wir in die 35. Minute, da die nächste Chance. Paulinho hat hier den Ball, spielt ihn auf Giuliano, kriegt ihn zurück. Sieht jetzt wunderschön Firmino, der nur noch vor Sommer, und schiebt ihn da ganz knapp am Torwart vorbei ins Tor, in die lange Ecke rein. Somit jetzt beim dritten Versuch endlich drin, eine 1-0 Führung für Brasilien durch Roberto Firmino. Die Nummer 21 trägt sich also in die Torjägerliste dieses Wettbewerbs ein. Und hier sehen wir nochmal Paulinho, super Pass. Und dann braucht Roberto Firmino den Ball nur noch am Torwart Jan Sommer vorbeischieben. Da sehen wir nochmal 36. Minute. Die Nummer 21 trägt sich zum ersten Mal in diesem Wettbewerb in die Torjägerliste ein. Und dann gehen wir in die 43. Minute. Jetzt mal die Schweizer mit Chaka. Er spielt ihn auf Haris Seferovic. Der wird nicht vernünftig gestört. Auch der zweite Zweikampf kann er sich durchsetzen. Schwache Grätsche und dann einfach mal ein genialer Schuss, der aber knapp über das Tor geht. Also ein super Versuch hier von Haris Seferovic, der hier tatsächlich der gefährlichste Spieler der Schweizer ist bis jetzt. Und dann ein super Einwurf auf Paulinho, der mit einem super langen Ball auf Neymar. Neymar jetzt mit der Flanke rein auf Roberto Firmino und der trifft leider nur die Latte. Und dann geht der Ball ins Aus und dann ist die erste Halbzeit zu Ende. Das war aber eine super Chance hier für die Brasilianer. Schön gesehen von Paulinho, der dann einen richtig schönen weiten Ball auf Neymar spielt, der dann auch noch mit einer schönen Flanke rein auf Firmino. Also das war sehr stark gespielt. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit, 61. Minute. Firmino setzt sich mal wieder super durch. Firmino mit der Flanke auf Coutinho, der kann erstmal geklärt werden. Paulinho kann sich auch nicht durchsetzen, aber Casemiro setzt sich durch. Auch beim zweiten Zweikampf kann er den Ball behaupten. Spielt ihn auf Außen auf Neymar. Neymar schießt selber und macht ihn ins lange Eck rein. 2-0 hier für die Brasilianer. Die Schweizer sahen so ein bisschen so aus, als wenn sie wieder auf einen Pass oder eine Flanke oder so spekulieren. Neymar aber setzt sich da gut durch und schießt ihn dann einfach mal in die lange Ecke. Jan Sommer kommt doch nicht dran und dementsprechend steht es jetzt 2-0 für die Brasilianer. Schön gemacht vom Kapitän Neymar dort und dementsprechend jetzt die Schweizer schon mit 2 Toren in Rückstand. Und das bei einem sehr guten Spiel, was die Brasilianer hier heute abliefern. Also wenn sie so weiter im Wettbewerb spielen, sind sie definitiv der Top-Favorit auf den Titel. 63. Minute, also das zweite Tor der Brasilianer. Und dann gehen wir kurze Zeit später in die 66. Minute. Casemiro, Superpass auf Firmino, der auf Paulinho und Superschuss. Aber Jan Sommer kann da gut parieren und somit nur eine Ecke. Und dann wechseln auch die Schweizer. Admir Mimidi kommt in die Partie hinein und Steven Zuber wird die Partie verlassen. Dann sind wir gespannt, ob die Schweizer einen neuen Schwung reinbringen können. Auf jeden Fall direkt danach auch Brasilien mit dem Wechsel. Jesus und Fernandinho kommen rein. Firmino und Giuliano mit einer super Partie. Beide dürfen raus und da kriegt Firmino nochmal den Applaus, denn der hat ja heute ein super Spiel.
Und auch Schweiz wechselt, Haris Seferovic aus, Brelem Bolo kommt rein. Somit der am meisten Schwung reingebracht hat bei den Schweizern, jetzt aus der Partie raus. Und dann gehen wir in die 79. Minute wieder die Brasilianer, Coutinho auf Alves, kriegt zurück. Coutinho den Ball, Jesus spielt jetzt auch nochmal auf Außen auf Alves, der flankt ihn jetzt rein, auf Neymar, super Kopfball, aber Jan Sommer kann den Ball parieren. Und dann können die Schweizer den klären, also wieder eine super Chance hier für die Brasilianer. Und dann gehen wir in die Nachspielzeit, super geholt hier von Casemiro, kriegt den Ball zurück, der Ball wird auf Jesus gespielt, der spielt auf Neymar. Neymar zieht einfach mal von hinten ab und dann ist der Ball drinne. Was für ein wunderschönes Tor von Neymar. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich zu den schönsten Toren dieses Wettbewerbes zählen, und das obwohl jetzt erst erster Spieltag ist. Was für ein wunderschönes Tor hier von Neymar. Das gucken wir uns doch gleich noch einmal an. Zieht er einfach mal ab, weil er sieht, dass gleich ein Zweikampf kommen würde. Und dann geht er da perfekt in den Winkel gegen die Latte und rein. Den kann kein Torwart der Welt halten. Der war einfach unhaltbar. Wunderschönes Tor hier von Neymar, dem Kapitän der Brasilianer, der somit am ersten Spieltag einen wunderschönen Doppelpack macht. Also der ist auf jeden Fall heute mehr als verdient der Man of the Match. Und auf jeden Fall auch der Anwärter auf das schönste Tor des Turniers. Brasilien reagiert in der letzten Minute nochmal. Diego kommt in die Partie hinein. Felipe Coutinho geht raus. Dann spielen die Schweizer nochmal den Anschluss, aber direkt danach wird dann auch vom Schiedsrichter abgepfiffen. Somit gewinnt hier Brasilien am Ende ein bisschen zu hoch mit 3:0 gegen die Schweizer, die auch nicht sonst wie schlecht gespielt haben. Und ja, auf jeden Fall ein sehr starkes Spiel von den Brasilianern, die sich somit jetzt am ersten Spieltag auf die Nummer 1 in der Tabelle setzen. Serbien dahinter, Costa Rica und Schweiz nach dieser 0:3 Niederlage auf dem letzten Platz. Und dann gehen wir ins zweite und letzte Spiel des heutigen Tages in Nischni Novgorod, im dazugehörigen Stadion, was 2018 erbaut wurde und 45.000 Zuschauer reinpassen. Die Begegnung ist Schweden gegen Südkorea. Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Partie ausgehen wird. Diese wird um 15 Uhr angepfiffen und auf der linken Seite sehen wir die Nordeuropäer aus Schweden und dann die Asiaten aus Südkorea. Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Das erste Spiel in dieser Gruppe ging ja 2:0 an Deutschland. Dort setzen die sich ja kurz vor Schluss mit 2:0 gegen Schweden durch und gegen Mexiko. Und die Schweden werden mit einem 4-4-2 mit Olsen im Tor. Lustig, Lindelöf, Granqvist und Augustinsson in der Verteidigung. Claesson, Larsson, Svensson und Forsberg im Mittelfeld. Und im Sturm mit Toivonen und Berg spielen. Und da ist man auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Schweden damit zurechtkommen werden. Und dann auf der anderen Seite sehen wir die Aufstellung von Südkorea. Diese werden in einem 4-4-1-1 spielen. Und ja, also die Namen könnt ihr ja selber lesen. Hongmin Song kriege ich noch hin. Aber ansonsten ist es schon ziemlich schwer. Im offensiven Mittelfeld dann mit Koja Scholl und im Sturm mit Kim Jin-wook. Also da habe ich so ein bisschen meine Probleme, deswegen versuche ich es da gar nicht erst die vernünftig auszusprechen. Auf jeden Fall war diese erste Halbzeit sehr langweilig. Das erste Mal wird sie gefährlich in der 33. Minute durch diesen langen Ball, der bei Olsen landet. Olsen spielt ihn dann kurz weiter auf Lustig, der will ihn auch gleich weiterspielen. Der Ball landet aber bei Jungmin Song. Der spielt ihn super auf Koja Scholl, aber dessen Schuss wird pariert von Olsen und dann ist diese Chance vorbei. Dann gehen wir schon in die 44. Minute. Koja Scholl bekommt den Ball hier wieder, spielt auf Kim Jin-wook. Der spielt ihn nach außen. Jetzt kriegt er den Ball wieder. Super Passspiel, aber auch schwach verteidigt von der schwedischen Abwehr. Und dort steht es jetzt 1:0 für Südkorea. Sehen wir hier nochmal super Passspiel von den Koreanern. Aber da standen auch die Schweden extrem schwach. Und dann super Schuss da vor dem Tor von Kim Jin-wook in der 45. Minute. Also nur diese zwei Chancen, wovon eine reinging in der ersten Halbzeit. Und dann gingen wir in die zweite Halbzeit, 47. Minute. Vielleicht jetzt mal die erste Chance für die Schweden. Markus Berg auf Larsson. Larsson probiert's. Dann landet er bei Toivonen und dessen Kopfball wird abgefälscht. Geht ganz knapp über das Tor. Dementsprechend nochmal eine Ecke für die Schweden. Und hier sieht man, von Markus Berg kam bis jetzt in den 48 gespielten Minuten noch nicht viel. Und die Ecke kommt von Forsberg auf Toivonen. Aber dieser köpft erneut knapp über das Tor, aber immerhin kommen die Schweden jetzt schon mal ein bisschen mehr. Aber auch Südkorea kommt nochmal. Hier mit Hongmin Song auf Kim Jin-wook, der macht den Ball rein. Allerdings stand er dabei knapp im Abseits. Somit ist es nicht das 2:0, sondern weiterhin 1:0. Und die Südkoreaner wechseln dann auch. Nam Tae-hae kommt für Ko Jo-han in die Partie. Und dann
sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Koreaner diesen 1-0 Stand behalten können. Schweden wechselt auf jeden Fall auch. Niemann und Domats kommen rein, Toivonen und Berg gehen raus. Und Schweden hat auf jeden Fall auch ein bisschen was an der Formation geändert, ein bisschen taktisches. Und ab jetzt wird Forsberg nicht mehr im Mittelfeld spielen, sondern im Angriff. Man versucht damit neuen Schwung reinzubringen. Und Forsberg versucht es auch gleich mal mit einem Superschuss, der bei knapp am Tor vorbeigeht. Und da sieht man diese taktische Veränderung. Forsberg hat jetzt offensiv viel mehr zu tun. Und Korea wechselt nochmal Wo Jung für Jae Sung in die Partie ein. Will weiter diesen Schwung behalten. Es bei einem 1-0 behalten. Aber Schweden wird hier die immer bessere Mannschaft, hat inzwischen mindestens das Unentschieden verdient. Forsberg mit einem Superpass auf Niemann, kriegt ihn zurück. Forsberg mit einem richtig geilen Schuss, haut den unhaltbar für den Torwart in die Ecke. Sehr schöner Schuss hier von Emil Forsberg, der Nummer 10 der Schweden. Sehen wir uns das Ganze hier nochmal an, kriegt den Ball nach diesem Doppelpass sehr schön wieder und knallt ihn dann einfach mal oben links rein. Also sehr schön und nicht zu halten für den koreanischen Torwart. Und somit jetzt der Ausgleichstreffer. Und die Schweden werden immer besser. 79. Minute, immer mehr Druck durch die Schweden. Forsberg setzt sich jetzt hier super durch. Vor dem Torwart steht er und schiebt ihn an diesem vorbei. 2-1, die Schweden schaffen das tatsächlich hier, das Spiel unglaublicherweise zu drehen in der 80. Minute. Und inzwischen muss man auf jeden Fall sagen, nach dem, was die Schweden alles gebracht haben, mehr als verdient, dass sie hier wieder rankamen und das Spiel gedreht haben, denn nach von Korea kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel. Da sah das so aus, als wenn die nur noch dieses 1-0 behalten wollen, sozusagen. Und dementsprechend die Schweden, die in der ersten Halbzeit überhaupt nicht anwesend waren, mit einer mega genialen zweiten Halbzeit und dementsprechend zu Recht mit diesem 2-1 Führungstreffer. Aber noch ist dieses Spiel ja nicht zu Ende, noch hat Korea zumindest die Chance auf den Ausgleich oder eventuell sogar mehr. Emil Forsberg freut es auf jeden Fall sehr, dass er sich hier zum zweiten Mal in die Torjägerliste eintragen kann. Dann wechselt Schweden nochmal, Oscar Wendt kommt für Viktor Claesson rein und auch Korea wechselt nochmal Haeshan Fishin-Wook in die Partie ein. Also der Torjäger wird jetzt in der 85. Minute auch ausgewechselt und die Schweden mit dem Wendt-Wechsel auf jeden Fall jetzt ein bisschen defensiver noch eingestellt. Und dann gehen wir schon in die Nachspielzeit. Langer Ball auf Forsberg. Der spielt jetzt auf Ludwig Augustinsson, der Außenverteidiger schießt ihn aber knapp über das Tor. Also auch mal ein Bundesligaspieler hier mit einer super Chance für die Schweden. Der geht aber knapp rüber und dann wird das Spiel gleich abgepfiffen. Es gibt nochmal den Abstoß für die Koreaner. Aber wie man an der Spielzeit sieht, wird das Spiel gleich abgepfiffen. Der Ball geht auf jeden Fall weit auf Wendt. Wendt kann ihn nochmal zu Augustinsson spielen, der auf Forsberg. Aber dessen Pass kommt nicht an und dann wird das Spiel hier abgepfiffen, nachdem die Koreaner den Ball gewinnen. Somit gewinnt hier Schweden tatsächlich nach der mega schwachen ersten Halbzeit mit einer richtig guten zweiten Halbzeit das Spiel noch 2-1. Und die freuen sich dann natürlich sehr drüber. Hong und Song und Co. sind natürlich sehr enttäuscht, dass sie hier in einem Spiel, was ein bisschen was hätte entscheiden können, noch verlieren. Die Schweden setzen sich auf 2, Korea auf 3, davor Deutschland und dahinter Mexiko. Und ich würde mich bedanken fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, würde mich über konstruktive Kritik freuen und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.